Nummer 1. Ehre nur, wem Ehre gebührt. Behandle nicht alle Menschen gleich. Das klingt für viele bestimmt schon mal verdächtig. Gerade wenn man bedenkt, dass heutzutage Parolen wie Gleichberechtigung, Toleranz, Inklusion und Menschenrechte von den Kanzeln gepredigt werden. Rauf und runter geht das ja, fast schon sektenmäßig. Die Frage hier ist natürlich, sind denn wirklich alle gleich und ist es überhaupt möglich, alle gleich zu behandeln? Wenn du mich fragst, steht hier ein dickes, fettes Nein hinter der Frage. Die Gleichheitsthese scheitert in so ziemlich jeder nur denkbaren Situation im Leben. Du behandelst nicht mal deine Mutter und deinen Vater gleich, sondern beide eben nach ihrem Wesen. Genauso ist es mit Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und sogar Liebe anderen gegenüber. Diese Dinge als Geburtsrecht zu betrachten ist eigentlich grotesk. Und der logischere bzw. natürlichere Ansatz ist, dass man sich Respekt und Wertschätzung verdienen sollte. Ich meine, einem Schnorrer, einem Dieb, einem Lügner, einem Hochstapler oder einem Kriminellen kannst du keinen Respekt zuteil werden lassen. Wofür denn auch? Die Realität, die Natur wird ewig und für alle Zeiten mit Hierarchien und Ausleseprozessen in Erscheinung treten. Deine Anerkennung und deinen Respekt solltest du nicht verschleudern, sondern man sollte es sich verdienen müssen. Alles andere ist sinnfrei. Übrigens, der Begriff Diskriminierung kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Unterscheidung. Wenn also Unterscheidung verboten ist, dann ist es vorbei mit der permanent gepredigten Vielfalt. Ich hoffe also, du diskriminierst mich, denn ich bin ja nicht du. Die zweite zu wenig beachtete Tugend ist Verteidigungsfähigkeit. Ich meine hier explizit die physische Fähigkeit, deinen Mann zu stehen und im Notfall dich und deine Lieben mithilfe von körperlicher Gewalt verteidigen zu können. Ist es nicht sonderbar, dass der Begriff gewaltbereit mit einer negativen Konnotation daherkommt, obwohl das Mittel der Gewalt im Notfall sogar grundgesetzlich verankert ist? Ja, und diese Not, die lauert ja, wenn du nicht aufpasst, an der nächsten Straßenecke. Heute deutlich mehr als noch vor sagen wir 30 Jahren und in multikulturellen Gegenden naturgemäß mehr als in kulturell homogenen. Körperliche Fitness steht nicht nur für Ästhetik und Gesundheit, sondern auch für deine Schutzfunktion für dich selbst und deine Begleiter. Die beste Art, dich zu verteidigen, ist nach allem, was ich gesehen und erlebt habe, immer noch Boxen. Ganz einfach, weil du hier auch als Anfänger die schnellsten Fortschritte machst. Punkt Nummer 3 auf meiner Liste ist Achtung vor deinen Altvorderen. Also ich habe ja 10 Jahre im Ausland verbracht, Zypern, Frankreich, Spanien, Großbritannien in der Reihenfolge. Und ich bin auf viele Leute gestoßen, denen das Thema Kultur und Ahnenpflege sehr wichtig war. So festigt man nicht nur seine Kultur, sondern eben auch sich selbst, wie ich finde. Zu wissen, wo du herkommst, gibt dir Halt und Selbstsicherheit. Jeder von uns ist nämlich keine zufällig ausgeschleuderte Biomasse, die man als unbeschriebenes Blatt nach der Geburt wie ein Stück Knetmasse verformen kann, sondern es gibt so etwas wie einen roten Faden. Der Volksmund sagt ja auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und du, Partner, bist das, wofür deine Ahnen vor Hunderten und Tausenden von Jahren geliebt und gestritten haben. Du bist die Fortsetzung dessen. Interessant im Ausland war für mich auch oft, dass man Leute, die nicht zu ihrer Kultur standen, belächelt, geringgeschätzt und nicht selten sogar geächtet hat. Einfach nur Mensch sein zu wollen, ist eben schlichtweg nicht genug. Auch wenn du damit Brownie-Punkte von deinem Soziologie-Professor bekommst. Mir kann sowas freilich nicht passieren, denn für mich ist eigentlich seit jeher das eigene Volk der kostbarste Besitz überhaupt. Und ich halte es auch für wenig mannhaft, seine Kultur zu verleugnen.